So, auf unserer Erkundungstour entlang der Deutschen Weinstraße machen wir auch einen Abstecher nach Weißenburg im Elsass. Einige ganz kurze Bemerkungen zu dieser interessanten Stadt. Weißenburg ist eine französische Stadt mit aktuell ca. 8000 Einwohnern. Sie liegt an der Lauter, und zwar an jener Stelle der deutsch-französischen Grenze, an der die Rheinebene in den Pfälzer Wald bzw. in die Vogesen übergeht. Auf deutscher Seite liegt ihr gegenüber die Gemeinde Schweigen-Rechtenbach am Deutschen Weintor, nur wenige Kilometer entfernt von Bad Bergzabern. Weißenburg hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Mal gehörte die Stadt zu Frankreich, mal zu Deutschland. Seit 1945 gehört Weißenburg wieder zu Frankreich. Also, wir stellen fest, Weißenburg hat eine wirklich sehr wechselhafte Geschichte hinter sich.
Diese Kirche St. Peter und Paul ist die ehemalige Kirche der 1524 säkularisierten Benediktinerabtei der Stadt Weißenburg. Mit ihrer Innengrundfläche von 1320 Quadratmetern, also 60 Meter Länge und 22 Meter Breite, ist sie eine der größten und imposantesten Kirchen des Elsass außerhalb der Stadt Straßburg. Die jetzige Kirche wurde zum größten Teil Ende des 13. Jahrhunderts unter der Leitung des Abtes Edelin errichtet. We'll be right back.
Wir leben in einem vereinten Europa. Grenzen sollten somit künftig eine untergeordnete Rolle, auch zwischen Franzosen und Deutschen, spielen. Eine letzte Bemerkung zum Schluss. Heute führt die offene Grenze zu Nachbarschaftshilfen bei Bränden und zur Zusammenarbeit des Notarztdienstes auf beiden Seiten. Wenn wir uns gleich wieder von Weißenburg in Richtung Deutsches Weintor verabschieden werden, können Sie im Film erkennen, dass Sie eines nicht mehr erkennen, nämlich die deutsch-französische Grenze. Nur die inzwischen umgewidmeten Gebäude der Grenzkontrollstellen sind noch im neuen Outfit wahrnehmbar.